Dieses E-Bike kostet 15.000 Euro oder Franken. Der Kurs ist aktuell praktisch 1 zu 1. Was man für dieses viele Geld kriegt und wer sich sowas kaufen soll, seht ihr in diesem kleinen Rundgang ums Bike. Mit dabei ist übrigens Benny, der Filialleiter von Stromvelo in Kleinbasel. Viel Spaß! Also Benny, ich habe vorhin gesagt, 15.000 Franken oder knapp 15.000 Euro für so ein E-Bike. Kannst du ja noch was zum Preis sagen? Klar, wer kauft sich das? Ne? Wir haben den ST7, gibt es in verschiedenen Versionen. Einmal den ganz klassischen ST7 hier, wie man sieht. Momentan ein bisschen günstiger als die 15 genannten 1.000. Dann haben wir hier die Alinghi Edition, die ist schon ein bisschen älter, die gibt es schon knapp ein halbes Jahr. Und dann hinten die Racing Alinghi Edition, die gibt es erst seit kurzem, knapp einen Monat gibt es die. Auch die liegt bei 15.000, wenn man dann die Federgabel reinmacht, ist man schnell bei 17 gelandet. Was rechtfertigt den Preis? Wir haben eine Smart Shift drin von Pinion, 12 Gänge. Wir haben eine große Batterie im Bike, 1440 Wattstunden und einen sehr starken Motor mit 950 Watt Spitzenleistung, respektive Dauerleistung. Ebenso verfügt der ST7 immer über ABS, vorne auf der Vorderbremse, hinten nicht, braucht es aber auch nicht, vorne absolut ausreichend. Alle ST7 sind ausgestattet mit der M99 Pro oder mit der M99 Pro 2, das ist die neue hier. Die hat zwar gleich viele Lumen, Leistung, könnte mehr, geht aber nicht bei der ST7, hat aber ein breiteres Spektrum, also ist demnach leistungsfähiger. Okay. Genau. Alle auch mit Tagfahrlicht, hier sieht man schön. Und auch die Spitzenleistung hier in der Schweiz ist ein bisschen stärker als in Deutschland. Wir enden dabei knapp 49 km/h Spitzenleistung. Allerdings der Akku, wie groß ist der? Der Akku ist 1440 Wattstunden, der ist relativ groß, der wiegt auch knapp 6 Kilo. Also rumtragen, ja, viel Spaß damit. Aber wenn es im Bike drin ist, das Bike hat ein Systemgewicht von knapp 36 Kilogramm, das ist sehr viel, finde ich, aber beim Fahren merkt man das nicht. Das merkt man überhaupt nicht. Ich habe ja auch das Bike ja ein paar Stunden oder einen ganzen Tag gehabt. Also das ist wirklich sehr, ja, auch sportlich zu fahren. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass einer auch das Gewicht zur Traktion beifügt. Also sprich, man hat wirklich auch richtig Power auf der Straße. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig anfangs, man spürt das Gewicht. Vor allem, wenn man an der Ampel anhält zum Beispiel, den Fuß runternimmt, spürt man, dass es ein bisschen drückt, wie beim Motorrad. Aber sobald das Ding Fahrt aufgenommen hat, ist es nix. Ebenso, was du mir heute noch gesagt hast, der Sattel ist vielleicht noch interessant. Das ist der Brooks Cambium. Standard, ja. Naturkautschuk, sieht extrem unbequem aus, ist aber extrem biegsam. Und auch, finde ich meiner Meinung nach, extrem bequem. Okay, jeder Hintern ist anders, aber ich finde das sehr bequem. Der Couch, der passt ja der Gesäßform an, also von dem her. Ja, man sieht den Popo. Ja. Genau. Vielleicht noch kurz zum Strom selbst. Omni, das Omni C klassisch immer bei allen ST7 verbaut, wir aber auch bei allen anderen Stromern bis auf den ST1 LCI. GPS-fähig, man kann das Bike orten, man kann das Bike sperren, man hat diverse Funktionen übers Handy. Sehr, sehr interessante Sache für Technik-Freaks. Kannst du noch sagen, wegen der Technik noch schnell zum Smart Shift? Genau, die Smart Shift hier elektronisch geschalten, also kein Seilzug, nix. Läuft alles über den Stromer selbst, über die Batterie des Bikes. Ist im Stand schaltbar. Unter Last sollte man eher etwas den Fuß vom Pedal nehmen, bevor man schalten tut. Kann auch so eingestellt werden, dass beim Halt wirklich dann auch in den Wunschgang zurückgeschalten wird. Das ist wirklich eine Funktion, die ich wirklich sehr geschätzt habe. Also ich schalte natürlich automatisch immer runter vor der Ampel, aber es gibt Leute, die tun das nicht und das ist wirklich sehr... Ist ein Luxus. Ja, Luxus ist... Luxus das ganze für, Bike ist Luxus. Das ganze Bike ist Luxus, das ist ein Luxus für schaltfaule Leute. Und gehöre ich auch dazu, bin ich ehrlich, ich schalte praktisch nie. Du musst du auch nicht, weil du kannst hier bei diesem Bike effektiv im schwersten Gang ohne Probleme anfahren. Das geht. Ja. Und abgesehen von schaltfaulen Leuten, für wen ist das Bike sonst? Also es ist sicher für die Community, also für die Commuter, also für die, die zum Beispiel kein Auto haben oder wirklich einen weiten Arbeitsweg haben, die schnell von A nach B kommen wollen, macht dieses Bike wirklich Sinn. Ebenso natürlich vom Unterhalt her mit dem Riemen, mit dem Gates, der ist praktisch verschleißfrei. Also sprich, der hält dir 30.000, 40.000, wenn man den ein bisschen pflegt, ein bisschen putzt manchmal.
Du brauchst den weder zu ölen noch sonst was. Ich mache gerne so, wenn man drüber fällt, da ist nichts. Das ist ja Handschuhe. Ja, ich habe Handschuhe an. Meine Finger, ja, die sind auch noch sauber. Also bei der, das ist so und bleibt so. Das ist nicht, weil es neu ist, sondern das ist tatsächlich so. Hast du natürlich praktisch keinen Verschleiß. Und das ist natürlich cool für jemanden zum Beispiel, der 60, 70 Kilometer pro Tag fahren will, weil der sieht uns sonst 2-3 Mal im Jahr für Service und hier halt eben nicht. Vielleicht maximal einmal für Bremsbelägen und Reifen. Genau. Was ich noch nicht gesagt habe, ist beim ST7, aber wie auch beim ST5 ist das der Fall, hat hinten und vorne eine Vierkolbenbremse. Ja. Zum Beispiel ST3 hat hinten nur 2 Kolben, was zwar auch gut ist, aber 4 sind besser. Ganz klar. Ja. Gut. In dem Fall vielen Dank für diese kurze Übersicht über dieses wirklich fantastische Bike. Ja, bitteschön. Man zahlt viel, aber man kriegt auch viel. Man kriegt viel für sein Geld. Es ist, ja, es ist ein Schlag ins Gesicht, wenn ich dir sage, 15.000, ab 15.000 sogar hier, also 14.000, dann noch das noch. Und man will ja noch ein Schloss haben. Will noch das. Also man endet wirklich beim Top. Wir haben es mal ausgerechnet vorhin, waren wir bei 17. Genau. Mit der Federgabel, mit allem, also alles. Also hier mit der Federgabel dazu, mit der Wappenfeder auch noch dazu. Genau. Eben noch Schloss dazu und Helm, hast du gesagt? Ja, der Helm, also bei dem Bike hier bekommst du den Helm, wir können ihn gerne mal gucken gehen. Ja. Natürlich auch mit dem Red Bull Logo drauf. Der ist smart, der wird mit dem Bike smart verbunden. Ja. So, da vorne mit. Der hat Licht, also sobald du auf die Bremse steigst, das Bremslicht vom Bike angeht, geht es auch hier an. Gesehen, ja. Ja. Der ist aktuell bei der Race Edition dabei, also den kriegst du mit. Weißen, ja. Bei der Weißen. Und bei dieser Edition hier bekommst du die Tasche auch hier mit Red Bull Logo drauf. Und nein, man kann die nicht einzeln kaufen, die gibt nur zum Bike. Also wird oft gefragt. Ja, nicht klauen lassen, ja. Genau. Ja gut, in dem Fall vielen Dank. Danke dir. Zuschauern mal sehr gerne, was Teures vorgestellt hast, damit sich nur um Autos reden in diesem Kanal. Es soll ja allgemein um Elektromobilität gehen. Und falls ihr Bemerkungen habt oder sonstige Fragen zu diesem Bike, könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Noch vielen Dank an dich, Ben. Bitteschön. Wenn man sowas fahren will, könnt ihr in die Schweiz kommen. Kommt zu mir. Ihr könnt die gratis testen, wie er das heute gemacht hat. Also von gestern auf heute. Und das ist kostenfrei. Und ja, feel the difference. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Benny und an Stromvelo Kleinbasel, dass ich dieses Bike 24 Stunden lang testen durfte. Und falls ihr mein 24-Stunden-Video mit diesem Bike sehen wollt, das kommt in den nächsten Tagen auf meinem Kanal oder noch besser, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr es bestimmt nicht verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.